Hallo Ali, es gibt Burrata, eingerahmt von einem warmen Spargel-Erdbeersalat mit etwas frischer Erdbeervinaigrette, dazu noch etwas hauchdünn geschnittener italienischer Landschinken und etwas Körper. Dafür benötige ich heute wieder eine frische Burrata, die ist wieder von Gustini. Dann natürlich Spargel, dann nehme ich heute weißen und grünen. Den grünen werde ich in kleine Stücke schneiden, bei dem weißen werde ich nur die Köpfe verarbeiten. Den werde ich dann nachher in diesem naturtrüben Olivenöl ein bisschen anbraten, etwas Salz und Pfeffer, ein wenig Zucker noch dazu geben, etwas Abrieb von der Zitrone, ein paar Tröpfchen vom Saft. Und zum Schluss kommt dann nochmal etwas Petersilie, etwas Minze, die Butter dazu und von den Erdbeeren noch etwas in kleine Stückchen geschnitten. Dann mache ich mir noch die Erdbeervinaigrette. Dafür brauche ich natürlich Erdbeeren, den dunklen Balsamico-Essig, ein wenig Senf, ein wenig Öl und Salz und Pfeffer. Das Ganze werde ich dann noch ein bisschen dekorieren mit ein wenig ganz fein geschnittenen italienischen Landschinken und ein wenig Körper. Ich werde mir jetzt als erstes mal den Spargel vorbereiten, das heißt klein schneiden, die Pfanne zurechtstellen und heiß machen und dann zeige ich, wie ich den Spargel brate. Die Pfanne habe ich jetzt schon mal erhitzt. Jetzt gebe ich hier ein wenig von dem Olivenöl. Ich nehme hier dieses naturtrübe her. Das ist wirklich ein lecker Öl. Braucht man auch nicht zu viel reinmachen. Da kommt ja nachher auch noch ein bisschen Butter für den Geschmack mit dran. So, das verteile ich einmal schön in der Pfanne. Und dann gebe ich auch schon erstmal den weißen Spargel damit zu. Ja, dass das alles einmal schön benetzt ist mit dem Öl. Das lasse ich jetzt ungefähr 2-3 Minütchen so vor sich hin brutzeln. Und dann gebe ich den grünen Spargel noch mit dran. Während der Spargel jetzt am Brutzeln ist, werde ich meine Vinaigrette schon mal vorbereiten. Ich habe mir dafür auch noch ein paar Erdbeeren geputzt. Die kommen jetzt als erstes in meinen kleinen Häcksler rein. Oder Blitzhacker, wie man mag. Dann ein wenig vom dunklen Balsamico. Und dann kommt etwas Olivenöl. Da kann man also guten kräftigen Schuss von nehmen. Dann kommt ein wenig Salz drauf. Und natürlich noch etwas Pfeffer. Und etwas Senf. Ja, ich nehme hier so einen guten Teelöffel voll. Und dann wird das Ganze fein gemacht, klein gemacht. Und wenn das Ganze dann einigermaßen klein ist, dann probiert man einfach mal vorsichtig. Ich muss mal kurz meinen Spargel hier ein bisschen durchschütteln. Ja, da kann sogar noch ein wenig Zucker mit dran. Und ein wenig Öl gebe ich auch noch mal dazu. So, das dürfte dann aber reichen. Und nur noch einmal gut durchmischen. So, das stelle ich dann erstmal beiseite und kümmere mich dann erstmal weiter um den Spargel. Der weiße Spargel hat jetzt schon so ein bisschen Farbe gekriegt, das darf er haben. Jetzt gebe ich hier den grünen Spargel noch mit dazu. Schwenke das auch alles einmal schön durch, dass es ein bisschen mit Öl benetzt ist überall. Ja. Dann gebe ich noch ein bisschen Zucker damit bei. Ein ganz klein wenig vom Zitronenabrieb. Schön durchschwenken. Ja, dann kann das auch schon mal so ein bisschen leicht karamellisieren. Dann kommt natürlich noch ein bisschen Pfeffer dazu. Und auch Salz. Durchschwenken. Ja, das braucht jetzt nicht mehr so sehr lange. Vielleicht noch 1-2 Minuten. Dann gebe ich noch die Erdbeeren dazu. Pfefferminz und Petersilie, die Butter. Schwenkt das nochmal schön durch und dann kann man auch schon langsam anrichten. Ich werde jetzt schon mal den Teller vorbereiten. Ich habe hier schon ein wenig Erdbeeren aufgelegt. Da kommt jetzt noch ein bisschen der Schinken mit oben drauf.
Ja, den kann man einfach so ein bisschen da so zusammengeknüllt drauflegen. An den Seiten noch ein bisschen vom Körper. So, dann ruhig noch ein Scheibchen. So, und dann habe ich mir hier schon die Burrata aus der Verpackung rausgeholt. Die lege ich erstmal hier hin. Hopp, rechne mal schön drauf hier. Schneide ich auch gleich auf, aber erstmal kommt dann gleich der Spargel drauf. Hier gebe ich jetzt noch ein ganz klein bisschen was Grünes mit dazu. So, und dann kann es gleich mit dem Spargel weitergehen. Hier gebe ich jetzt noch mal ganz wenige Spritzerchen Zitrone mit bei. Nicht viel. Dann etwas Minze, die habe ich schon ein bisschen fein gehackt. Petersilie. Und natürlich noch etwas Butter für den Geschmack. Die Butter ist jetzt schön geschmolzen. Jetzt kommen noch mal einige Erdbeeren dazu. Die habe ich so ein bisschen so zu Stiften geschnitten. Das soll also so von der Form so ein bisschen zum Spargel passen. So, das Ganze braucht jetzt auch nicht lange mehr drauf bleiben. Das soll eigentlich nur schön warm werden. Ein bisschen die Aromen von der Erdbeere können dann noch frei werden. Und dann kann das Ganze jetzt aufgetan werden. Und zwar gebe ich das alles hier schön ringsrum. Unterhüpfen. So, das kann ruhig reichlich drauf. Dann gebe ich hier, als erstes werde ich mal die Burrata aufschneiden. Und zwar mache ich das immer so, dass ich den Knoten nach vorne klappe. Einmal hier und einmal hier rum. Und dann das Ganze einmal nach vorne aufgeklappt. Und man sieht schon, diese wunderbar cremige Substanz. Ach, einfach lecker. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Erdbeervinaigrette drüber. So, ein bisschen stelle ich dann auch noch an den Tisch, dass man sich dann noch was von nachnehmen kann über die Burrata. Mache ich heute noch mal ein paar Zitronenraspel. Ganz kleines bisschen Pfefferminz. Und einen kleinen Schuss gutes Olivenöl. So. So werde ich das jetzt servieren. So sieht mein Teller dann aus. Ich wünsche jedem viel Spaß beim eventuellen Nachmachen. Einen guten Appetit. Und eventuell bis zum nächsten Mal. Tschüss!